Dieses Video wird euch präsentiert und ermöglicht von der Allianz, dem offiziellen Partner und Versicherer der Olympischen und Paralympischen Spiele. Gut, Freunde, dann sitzen wir hier mit Rennrodel-Legende Felix Loch, dreifacher Olympiasieger und ich weiß gar nicht, was richtig ist. Man findet verschiedene Angaben. 14-facher Weltmeister? Das musstest du wissen. Du weißt es selber gar nicht mehr? Nein, also ich glaube 14-fach passt. Ja. Aber ich bin da immer auch ein bisschen... Natürlich zählen die Mannschaftstitel sozusagen mit dazu, aber für mich... Aber du zählst eher die Einzelmedaillen. Genau. Ja, das seht ihr mal, so weit ist es schon gekommen mit dem ganzen Erfolg. Da kommen die verschiedenen Gazetten und Informationsportale, kommen da gar nicht mehr hinterher. Ja, aber wie gesagt, ich bin da auch nicht so einer, der da drauf schaut und sagt, hey, ich bin das und das, du hast das falsch gesagt. Also ich bin da sehr schmerzfrei. Ja. Felix, wie geht's dir hier in Paris? Ich habe schon gesehen, also ich habe ja ein bisschen deinen Instagram-Kanal verfolgt. Da hat man schon gesehen, deine Frau und du, ihr habt eine Menge Spaß. Du vor allen Dingen auch. Ja, richtig. Also es ist hier, es ist Wahnsinn. Also die Stimmung, wir waren beim Schwimmen jetzt schon Gänsehaut, muss ich sagen. Also was dort ja im Stadion abging, da ist wirklich, da sitzt du da und wenn du ja selber weißt, wenn du bei Olympia am Start gehst und die ganze Welt schaut zu, und du dann dort, sag ich mal, deine Top-Leistung abrufst und vielleicht am Ende sogar Medaille gewinnst, da bin ich drin gesessen, da standen die Haare. Es war schon richtig, richtig toll, ja. Du warst ja vor ein paar Wochen tatsächlich noch gar nicht hier. Also jetzt die Paralympischen Spiele, jetzt dieser Part. Ist es dein erstes Mal in Paris? Also was sagst du allgemein so, Paris als Austragungsstätte? Schon ist natürlich ne? Wahnsinn. Also wo ich sie ja bei den Olympics gesehen habe schon, die Stimmung, was man dort gesehen hat, ist, ich glaube, man kann es nicht besser machen. Ich bin da fest davon überzeugt, auch meine Frau, man kann es nicht besser machen. Es passt natürlich hier auch alles. Es ist schon irgendwo gewaltig, was dort hier aufgezogen worden ist. Bietet sich natürlich auch vieles, vieles an, muss man natürlich auch so sagen. Und jetzt hat das wirklich nochmal selber live zu erleben, habe ich gesagt, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und deswegen haben wir gesagt, ja, jetzt kommen wir ja 4 Tage her, wollen ein bisschen was erleben und ja, Die ersten Stunden sozusagen waren schon richtig beeindruckend, auf jeden Fall. Ja, also du bist quasi als Privatperson hier, jetzt gar nicht irgendwie als Botschafter oder so, aber es gibt ja, ich habe mir sagen lassen, noch eine andere Storyline. Du bist quasi auch als Fan hier oder als Supporter von einem guten Freund von dir. Magst du da einmal erzählen, was da der Hintergrund ist? Ja, also der Flo, also sozusagen ein Österreicher, der im Rollstuhl sitzt, der hat seinen Wettkampf leider schon gehabt, den habe ich mehr oder weniger live erlebt. Ich will aber gar nicht ihn, sag ich mal, herausstellen. Alleine, wenn man die sieht, alle Sportler, die hier mitmachen, das ist einfach, ich finde das krass. Also da läuft es mir ab und zu eiskalt am Buckel runter, was die auf sich nehmen, was die hier leisten, was die natürlich aber auch ihr ganzes Leben leisten. Das ist für mich immer wieder richtig, wirklich auch berührend. Wenn ich auch zu Hause jetzt gesessen bin vor dem Fernseher, das ist, ja, irgendwo einfach richtig, richtig schön zu sehen und deswegen habe ich gesagt, hey, wir müssen hierher, ich will hier live mit dabei sein, will die anfeuern und das ist, ja, einfach, man muss es sagen, einfach geil. Ja, ich habe es gestern schon in deiner Story gesehen, also war dir schon ein persönliches Bedürfnis, weil, ich meine, klar, du bringst ja dann auch eine gewisse Präsenz mit, wenn ein Felix Loch hier ist, also genau das zu machen und auch ein bisschen für Aufmerksamkeit zu sorgen und zu sagen, hey, da muss ein bisschen mehr passieren, was jetzt so die reine Wertschätzung angeht für die Paralympics. Ja, auf jeden Fall. Also die Wertschätzung, die muss man einfach in den Vordergrund stellen. Und ich oder wir versuchen da irgendwie unseren Teil beizutragen. Ich weiß selber, wie das ist und was das für dich als Athlet bedeutet. Wenn dort du jemanden hast, der dich dann dort auch noch irgendwo mit unterstützt, dich mit anfeuert. Ich lebe einfach den Sport, fertig aus, egal welchen Sport. Und deswegen war das für mich, ich will nicht sagen selbstverständlich, dass ich hierher komme, aber wirklich schon ein Bedürfnis, weil es endlich mal so nah ist. Ja. Also wirklich mehr oder weniger direkt um die Haustür, zack, raus und schon sind wir da und man kann es live vor Ort miterleben. Das ist schon was Besonderes und deswegen ja, bin ich jetzt halt wirklich hier jeden Tag, wenn es geht, irgendwo voll mit dabei und versuche, wie soll ich sagen, mich einzubringen. Bei den Paralympics erlebt man ja erstmal natürlich unglaubliche Geschichten und auch einfach unglaubliche Leistungen. Also ich meine, ich habe auch schon Clips gesehen, sei es ein einbeiniger Hochspringer ohne Prothese, der dann wirklich auch einbeinig anläuft oder beim Schwimmen quasi ohne Arme und dann trotzdem noch so Leistungen. Was ist das Beeindruckendste, was du bisher gesehen hast hier bei den Paralympics? Ja, natürlich, das Schwimmen war jetzt für mich erstmal oder für uns erstmal brutal beeindruckend, wenn man das sieht, mit was für Handicaps oder Behinderungen die Sportler
da durchs Wasser, ja, schon auch rasen, muss man fast sagen. Also manchmal denkt man ja, okay, das schaut ja ganz normal aus. Also jeder von denen wird mich wahrscheinlich dort abziehen. Also ich will nicht sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber... Also ich kann wirklich nicht schwimmen, also aber dir glaube ich es. Das ist wirklich Wahnsinn, wie die mit ihrer Behinderung dort ein Maximum rausholen. Das ist einfach faszinierend. Und wenn du dann jemanden hast, der am Ende, ich habe gesehen, keine Beine und keine Arme, und der wird quasi ins Wasser reingeschmissen und ist eigentlich wirklich voll auf Fremdhilfe angewiesen, dass er dann auch wieder rauskommt. Also das ist für mich einfach so krass, und wie die dann da durchs Wasser düsen und sich natürlich auch freuen, und wenn sie dann wirklich auch Bestleistungen aufstellen. Ja, es ist einfach da wirklich cool, das zu sehen und mitzuerleben und wie soll ich sagen, wirklich dann auch live vor Ort die Jungs anzufeuern und dann auch im Deutschen Haus. Wir haben schon einige Medaillen natürlich jetzt eingefahren, oder das deutsche Team dann wirklich auch mal live zu gratulieren, was man dafür eine Dankbarkeit dann erfährt. Das ist einfach wirklich schön zu sehen. Ja, also klar, wir könnten jetzt über Unterschiede in der medialen Präsenz und so weiter reden. Ich glaube, dass da ein gewisser Unterschied immer bleiben wird, ist im Zweifel auch irgendwie ein bisschen nachvollziehbar. Aber zumindest die Wertschätzung jetzt hier vor Ort, die ist schon maximal da, oder? Für die Athletin? Ja, also definitiv, auch wenn man das hier vor Ort, also mit allen anderen Zuschauern einfach sieht, wo wir beim Schwimmen waren, das Stadion war pummvoll. Also am Anfang muss ich wirklich sagen, erst ein bisschen, hoffentlich wird das jetzt schon noch ein bisschen voller. Und auf einmal, das war wieder so, bupp, war das ganze Stadion voll. Und da drin war eine Stimmung und eine Lautstärke. Und natürlich vor allem, wenn dann ein Franzose dort am Start ist. Also das war so laut, das war schon, Gänsehautmomente sind das. Und wenn man dann dort selber als Athlet mal auf der anderen Seite ist, so wie ich jetzt, man weiß ja, wenn man irgendwo selber an den Start geht und die ganze Welt schaut zu und schreit und gibt da Vollgas, das motiviert. Und wenn man das mal, wie gesagt, von der anderen Seite sieht, das ist einfach mal was ganz Tolles. Und ich kann es jedem nur empfehlen, also dort mal das live zu erleben, das berührt, verändert. Ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben, aber ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich das mal live vor Ort, wenn er die Möglichkeit hat, sich das einfach anzusehen. Du hast es eben schon gesagt, ich glaube, man merkt es auch, du lebst den Sport wirklich, das geht dir durch alle Fasern, und du setzt dich ja auch für sehr viele Sachen ein, bist ja nicht nur selber Athlet, also klar, bist in der Jugendförderung beim Rodeln natürlich extrem aktiv, aber warst ja auch Gründungsmitglied jetzt bei dem Verein Athletes for Ukraine, und das sind nicht deine einzigen Projekte. War das bei dir immer schon so ein intrinsisches Bedürfnis zu sagen, ich bin nicht nur Athlet, ich muss da auch noch abseits dessen viel machen, oder wann kam das bei dir in deiner Karriere? Das ist wirklich interessant eigentlich, wir sprechen oft darüber, wie ist das so entstanden, und ich werde oft auch gefragt, und das ist, glaube ich, so eine Sache, die muss sich so ein bisschen auch entwickeln. Als junger Athlet, wenn du da das erste Mal, ich war mit 20 das erste Mal bei Olympia, da war das für mich so, da gab es kein rechts und links. Da war der Erfolg, und auch davor, das war alles nur sportbezogen. Also aber das ist, glaube ich, was, das dauert einige Jahre, dass man das lernt, dass du auch so diesen Weitblick bekommst, dass du auch siehst, wie bist du da hingekommen, wer hat dir geholfen, fällt dir nicht alles einfach nur zu, sondern da gehören sehr, sehr viele mit dazu. Und das ist sowas, das muss sich einfach entwickeln, und das entwickelt sich einfach auch. Und ich würde einfach wirklich so sagen, natürlich seitdem bei uns noch Kinder mit in der Familie, wie soll ich sagen, dazugekommen sind, ist es nochmal was anderes geworden. Und irgendwann merkt man, hey, der Sport hat mir so viel gegeben. Ich habe so viele schöne Erfolge feiern dürfen, natürlich auch Niederlagen einstecken müssen. Aber es ist an der Zeit, auch mal was zurückzugeben, egal in welcher Form. Und das ist, glaube ich, was, das dauert einfach ein paar Jahre. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Also das würde ich auch nie von einem jungen Athleten erwarten, du musst dich dafür einsetzen, weil du hast irgendwelche Reichweiten auf YouTube, Instagram, keine Ahnung. Sondern das ist was, das dauert einfach wirklich eine gewisse Zeit, bis man das, glaube ich, auch so für sich, dass man das Richtige gefunden hat. Also nicht jeder, glaube ich, den kann ich irgendwo für Kinder begeistern, aber vielleicht hat der irgendwas anderes, wo er dann irgendwann sich wiederfindet. Und dann, glaube ich, schon muss man oder sollte man das als Athlet
dementsprechend nutzen, weil irgendwo ist man ja selber auch mal dorthin gekommen. Und ja, so versuche ich es und versuche mich halt ja, dementsprechend dort, was mir, ich will nicht sagen Spaß macht, weil das sind ja oft auch keine Themen, die lustig sind, die ja. Spaß machen, aber ich versuche mich dort dann einfach so gut wie es geht ja, mit einzubringen, zu helfen, in welcher Form am Ende dann auch immer. Und ja, es gibt einem auch wirklich sehr, sehr viel wieder. Also ich kann es am Ende wirklich nur jedem empfehlen. Ja, da bist du ein absolutes Vorbild, das muss man, glaube ich, einfach mal so sagen. Du hast es gerade schon angesprochen, zweifacher Papa. Die Kids werden jetzt natürlich immer größer. Wie sehr hat das dein Leben und natürlich auch so den Blick aufs Leben, aber auch deinen Sport beeinflusst? Also ich glaube an Sport, wenn wir jetzt so anfangen, eigentlich fast gar nicht. Mhm. Weil viele immer sagen, ja, jetzt sind Kinder da, jetzt rodelt er langsamer oder wie auch immer. Das würde ich eigentlich überhaupt nicht sagen, sondern eher, es ist wirklich, macht es Spaß, wenn die Jungs dort an der Bahn mit dabei sind und im Ziel unten dann da sind und sich freuen und abklatschen und im Training auch mal mit dabei sind. Das ist einfach schon wirklich cool, das macht Spaß. Sie sehen es halt, sage ich mal, auch. Sie sind selber auch sportlich sehr aktiv, probieren es auch im Rodeln schon. Aber der Fußball ist ein bisschen interessanter. Aber ich habe da nichts dagegen. Für mich ist es einfach wichtig und das versuche ich auch immer wieder zu sagen, die Kids, die müssen raus, die müssen sich bewegen. Nicht drin irgendwo, wie soll ich sagen, vor dem Fernseher sitzen, sondern die müssen einfach was machen. Und das ist mir dann wurscht, ob der mal Fußball spielt und dann vielleicht mit 16 aufhört, weil er dann nicht weiterkommt. Aber jetzt gerade in der ersten Zeit sozusagen ist es, glaube ich, schon ja, cool, dass sie dort ja, im Sport drinnen sind. Und da freut man sich einfach, wenn die Kids da dann an der Bahn mitstehen, einem zujubeln oder vielleicht auch mal beim Interview einfach da reinplatzen. Ja, das ist dann was, irgendwie, wie soll ich sagen, da wird man dann auf einmal sehr, sehr geerdet. Und das hat, glaube ich, das Ganze schon, sage ich mal, so ein bisschen verändert, so der Blick, dass nicht mehr nur noch der Sport das Mittel ist, was für mich an erster Position steht, sondern schon wirklich Familie, Kinder. Ich genieße auch die Zeit wirklich zu Hause, wenn ich ja, im Sommer über einfach zu Hause bin und mir das auch sehr, sehr gut einteilen kann, dass ich dort die Zeit mit der Family auch verbringe. Und das ist schon, ja, was sehr, sehr Schönes. Und ja, das ist dann schon ab und zu im Winter ab und zu ein bisschen hart, wenn man dann mal 3-4 Wochen wirklich unterwegs ist und die Family einfach nicht sieht. Aber das ist am Ende, sage ich auch mal, es ist mein Job. Die Jungs wissen, meine Frau wissen das, wie es abläuft und wir kriegen das sehr, sehr gut hin und ich genieße es einfach. Also das muss ich wirklich so sagen und so hat sich das Ganze, sag ich mal, ein bisschen verschoben. Nicht mehr nur noch 100% Sport, sondern viele Themen auch andersrum. Aber am Ende, wenn oben, ich sage immer, die Ampel grün wird, dann ist 100% Sport und nichts anderes. Dann lass uns doch mal über deinen Sport auch reden, weil ich meine, du bereitest dich ja auch auf deine Winterspiele 2026 vor. Wie läuft's gerade? Ich meine, es waren ja jetzt auch ein paar nicht ganz so leichte Jahre. Eigentlich muss ich schon sagen, sehr, sehr gut. Also die Vorbereitung bis jetzt passt. Wir haben jetzt sozusagen den vorolympischen Winter, was jetzt schon nochmal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen wegweisend ist, aber wir versuchen dort einfach noch einiges zu probieren, materialtechnisch. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, auch sportlich, athletisch passt es sehr, sehr gut. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, darf ich ja jetzt ab und zu wirklich schon so sagen. Jetzt bin ich ab und zu krass, wenn ich dann die Mannschaft bei uns sehe und auf einmal denke ich mir noch, hey, ich war doch gerade noch der Jüngste in der Mannschaft und jetzt bin ich genau auf der anderen Seite, jetzt bin ich ja alter Sack schon fast. Aber das passt einfach alles, da bin ich froh und ja, es ist gleich soweit, also es ist wirklich so. Der Winter ist dann gleich wieder rum und dann bereiten wir uns schon wieder auf die Olympischen Spiele direkt vor. Ich freue mich schon drauf. Also wirklich, ich glaube, es werden auch sehr, sehr tolle Spiele in Italien, wo wir, ja, muss ich glaube ich schon sagen, einfach der Wintersport auch zu Hause ist, bin ich wirklich sehr gespannt. Und das Nächste ist, es ist fast wie hier in Paris, ich muss auch was sagen, für mich noch besser, es ist direkt ums Hauseck sozusagen. Familie, Freunde, alle können wirklich kommen, dort nochmal live mit dabei sein. Ja. Und dann hofft man natürlich, dass das alles funktioniert und Ziel ist dort dann natürlich, irgendwo um die Medaillen auf jeden Fall mitzufahren. Also es ist, glaube ich, schon irgendwo ganz oben auf der Prioritätenliste, wenn man es jetzt so sehen will.
Du hattest ja wirklich eine unglaubliche Karriere. Ich meine, du hast es selber gesagt, es ging ja so wahnsinnig schnell los im jungen Alter. Mit dann 2 Spielen hintereinander wurde dann insgesamt 3-mal Gold geholt. Dann kamen natürlich aber auch 2 Winterspiele, die dann, das sage ich jetzt natürlich nicht selber, aber für dich enttäuschend ausgegangen sind. Jetzt bei der Heim-WM hast du dann auch gesagt, so, ich genieße es mal als Außenseiter so ein bisschen Richtung Medaillen blicken zu können. Also es hat sich natürlich so ein kleines bisschen geschiftet, jetzt so der Blick auch jetzt mit dem werdenden Alter. Was treibt dich an, da jetzt trotzdem immer Vollgas weiter dran zu bleiben und auch wieder zu sagen, ich will unbedingt noch mal eine Medaille, egal welche Farbe? Ich liebe den Sport einfach. Also jetzt halt nicht nur explizit das Rodeln, aber generell Sport zu machen. Es macht mir einfach unglaublich Spaß, aber gerade das Fahren selber dort im Winter. Ja, es ist einfach wirklich sowas, das, keine Ahnung, das ist im Blut drinnen. Mir macht es so viel Spaß und gerade jetzt im Moment haben wir eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, junge Mannschaft, außer so ein paar alten Säcken wie mich. Und das passt gerade richtig gut. Also Max Langenahn haben wir jetzt endlich einen, der, wie soll ich sagen, ja, in die Fußstapfen, das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber einer, der da wirklich auch durchstartet und auf dem wir für die nächsten Jahre bauen können. Und wir zwei verstehen uns super. Wir sind im Winter eigentlich wirklich meistens zusammen auch am Zimmer. Und das ist sowas, da bist du einfach auch dann natürlich gern unterwegs, fährst dann dort gern durch die Weltgeschichte sozusagen, fährst deine Rennen, bereitest dich auf die Rennen vor. Und ich sehe das schon auch so ein bisschen, ich versuche einfach auch dort denen auch ein bisschen noch zu helfen. Weil ich weiß selber, wo ich jung war und in die Mannschaft reingekommen bin, boah, das ist schon erst einmal, ich will nicht sagen wie im Haifischbecken, aber es ist schon erst einmal ein bisschen eine Herausforderung. Und deswegen ist es dann schon cool, wenn du da Alte hast, wo du ein bisschen schauen kannst, wie machen die das, wie bereiten die sich auf den Wettkampf vor, wie machen die so ein paar Sachen außenrum. Und ja, das versuche ich halt, wie soll ich sagen, den Jungs, den Jungen da jetzt ein bisschen mitzugeben. Und das macht mir gerade, ja, extrem viel Spaß, dort mit denen, ja, wie ich schon gesagt habe, durch die Weltgeschichte zu reisen. Und ja, das ein oder andere Rennen werde ich, glaube ich, schon auch noch mal gewinnen. Ich wollte gerade sagen, den 226 willst du ihn dann schon noch mal schlagen, oder? Also, da ist es natürlich, ist die Konkurrenz oft bei uns in Deutschland die mit einer von den Größten. Aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich dort 4 richtig geile Läufe habe und am Ende habe ich eine Medaille in der Hand und der Max ist einfach schneller. Wir zwei verstehen uns wirklich, ich glaube, man hat es auch letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft gesehen, so gut, dass wir uns da beide füreinander extrem freuen können. Und das ist, sag ich mal, mir auch ganz, ganz wichtig. Und wenn es am Ende keine Medaille wird und ich da wirklich aber für mich meine beste Leistung abgerufen habe und dort 4-mal, wie soll ich sagen, sauber runtergefahren bin, dann muss es der Max machen. Es ist einfach so, weil am Ende werden wir halt, sind wir wieder an dem Punkt, leider an Medaillen gemessen. Und deswegen ist unser Ziel, dort am Ende mit mindestens im Herrenbereich mit einer Medaille wieder nach Hause zu fahren. Ist das Thema Karriereende noch so voll beiseite gelegt und du bleibst einfach so im Moment? Oder wie lange denkst du schon drüber nach, wann so ein Moment sein könnte? Ja, es ist eigentlich wirklich schon sowas, wo man sich Gedanken drüber macht. Das definitiv. Ja, mit 26, da sage ich wirklich, diskutiere ich nicht drüber, weil das ist jetzt einfach gleich. Das war schon irgendwie immer so ein bisschen klar. 26 wäre so ein gutes Ziel. Jetzt ist leider was dazwischen gekommen, muss ich fast sagen. Und zwar, wir haben 28er Weltmeisterschaft zu Hause bei unserem Königssee. Und da muss ich halt einfach sagen, ja, das wäre schon nochmal richtig cool, das dort vor Ort mitzuerleben. Ich habe dort schon mal, ja, 2016 eine Weltmeisterschaft gehabt, wo ich gewonnen habe. Deswegen dort nochmal an den Start zu gehen, ist auf jeden Fall vom Alter her auch, wenn natürlich alles passt körperlich, definitiv möglich. Und dann muss ich es immer leise sagen, weil sonst verdreht meine Frau immer die Augen. sind es ja sozusagen nur noch 2 Jahre. beziehungsweise ist noch eine Weltmeisterschaft dazwischen. Und dann wären schon wieder Olympische Spiele 30. Und vielleicht, oder nicht vielleicht, stand jetzt ja sogar wieder in Frankreich. Tja, da lasse ich mich dann mal überraschen. Also da muss es dann wirklich einfach
einfach alles passen. Ja. Ob das jetzt körperlich ist, aber auch natürlich der Erfolg. Also das ist auch immer so meins, wenn ich irgendwann mal auf Platz 12 mitfahre und einfach sehe, weil aus welchen Gründen auch immer ich davor nicht mehr mithalten kann, dann werde ich es einfach lassen. Da. Dann ist es einfach vorbei. Aber solange ich das immer noch sehe und merke, dass die Chance da ist, dort vorne um die Medaillen mitzukämpfen und es körperlich alles passt, werde ich schon noch das ein oder andere Jahr dann wahrscheinlich mit dranhängen. Ja, ich glaube, das freut gerade viele, das zu hören, dass du auf jeden Fall noch nichts terminiert hast. Und ja, Heimspiele wären natürlich, also ist ein schönes Stichwort, weil es gibt ja auch noch, oder die Heim-WM, weil ich meine, bei der letzten WM, die war ja dann auch ein Heimturnier für dich. Und auch wenn es nur Bronze war, in Anführungsstrichen, hast du ja da extrem emotional auf die Medaille reagiert. Was war da das Besondere dran? Ja, es war erstmal ein bisschen eine schwierige Saison, muss ich einfach sagen, vor allem bis zur WM. Es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Gut, wir haben auch, sag ich mal, viel probiert, materialmäßig. Es war halt dann einfach wirklich so, ich habe 2012 in Altenberg, bin ich Weltmeister geworden. Ich fahre dort auf der Bahn sehr, sehr gern. Und ich habe es einfach wirklich an diesem Tag nach dem ersten Lauf gesagt, boah, Fünfter. Hä? Bitte, das kann jetzt nicht schon wieder sein. Und habe dann im zweiten Lauf haben wir noch mal, ja, wie soll ich sagen, einiges riskiert. Und wenn es dann am Ende einfach aufgeht, da fällt einfach so ein, ja, muss man schon sagen, schon auch ein bisschen der Druck ab. Und deswegen war es dann natürlich ein bisschen emotional. Und vor allem machen wir dann, wie gesagt, der Max wird dort Weltmeister. Zwei Medaillen, muss man einfach wirklich sagen, hätte eigentlich ja nicht besser laufen können. Und deswegen war es dann auch, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen emotional. Das ist aber auch was, das kenne ich von mir eigentlich von früher überhaupt nicht. Aber so, ja, mit Kindern und so, dieses, was wir vorher schon gehabt haben, dieser Blick, der sich natürlich einfach ein bisschen verändert, hat sich das anscheinend auch ein bisschen verändert. Und dann ist das ein oder andere Tränchen mal kurz geflossen oder gekullert sozusagen. Aber das gehört, glaube ich, auch mit dazu und macht das Ganze wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen menschlich einfach. 100%. Ich glaube, also gerade auch zu sehen, wie viel dann allgemein sowas nochmal bedeutet, auch wenn es dann nicht Gold ist, ist, glaube ich, schön zu sehen. Bei, wie gesagt, all den Titeln, die du gesammelt hast in deiner Karriere. Also drücken wir auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben. Natürlich, dass der Körper heile bleibt und dass es dann nochmal eine Medaille wird 2026 und noch ein paar dazukommen. Zum Abschluss nochmal vielleicht. Ich meine, wir haben es jetzt auch beide auf unserem T-Shirt. Wir sitzen hier dank der Allianz, die uns hier diese ganze Reise ermöglicht haben. Ich glaube, auch dir in deiner Karriere natürlich viele Sachen ermöglicht haben. Partner braucht man gerade. Ich meine, Rennrodeln, das ist ein Nischensport, ist natürlich klar. Wie schön ist das jetzt, so einen Partner zu haben wie die Allianz? Ich meine, wie lange bist du jetzt schon da? Ich glaube, jetzt hat fünf oder wir kommen ins sechste Jahr, wenn ich jetzt richtig bin. Also wirklich schon sehr, sehr lang. Aber ich will mich da immer so, wie soll ich sagen, gar nicht in den Vordergrund stellen. Wenn ich sehe, was die Allianz hier bei den Paralympics natürlich auch leistet und dort sich mit einbringt, sieht man einfach, wo in dem Unternehmen die Werte sind. Und ich glaube, das zeigt sich bei den Paralympics sehr, sehr gut. Freut mich natürlich, dass sie bei mir natürlich auch Partner sind. Aber wenn man dann da so eine Zusammenarbeit hat über viele, viele Jahre, die natürlich oft, oder nicht oft, die auch sehr intensiv ist, versucht man am Ende einfach wieder was zurückzugeben. Und wenn man dann auch nur wie ich jetzt hier als Gast sozusagen da bin bei den Paralympics, das ist einfach was Schönes, das zu sehen, dass sich ein Unternehmen, ein weltweites Unternehmen, muss man ja schon sagen, sich dort so engagiert und die Sportlerinnen und Sportler dann dort unterstützt, auch den einen oder anderen natürlich individuell. Muss man einfach nur dankbar sagen, Danke sagen. Und es wäre natürlich schön, wenn es natürlich mehr von diesen Sponsoren einfach wirklich geben würde, weil das, was man jetzt hier wirklich erlebt, weiß man, glaube ich, für was es gemacht wird. Und deswegen bin ich da gern mit dabei und versuche dort auch meinen Teil mit dazu beizutragen. Muss man einfach wirklich so sagen. Und wenn man das dann im Fernsehen einfach, beobachtet und die Emotionen sieht und dann aber nochmal live hier vor Ort, gibt nichts Schöneres.
Das ist doch ein schönes Schlussstatement. Von daher, also ich glaube allgemein, Felix, für die Allianz mit deiner Leidenschaft und den Sport, für den Sport bist du natürlich auch einfach das optimale Aushängeschild. Von daher, schöne Sache. Und dann danke ich dir für den offenen Talk. Wie gesagt, wir wünschen dir alles erdenklich Gute und freuen uns auf die nächsten Wettkämpfe und dann hoffen wir auf Erfolge. Super, danke dir. Perfekt. Danke. Dieses Video wurde euch präsentiert und ermöglicht von der Allianz, dem offiziellen Partner und Versicherer der Olympischen und Paralympischen Spiele.